Cartoon Movie ist das wichtigste Koproduktions- und Kontaktbörseforum für europäische Zeichentrickfilme. In einem normalen Jahr wären Anfang bis Mitte März rund 800 Animationsfilmproduzenten, Geldgeber, Filmverleiher und Käufer von TV-Inhalten in einer real existierenden Stadt wie Bordeaux zusammengekommen, um Animationsfilmprojekte zu präsentieren und präsentiert zu bekommen. Das Event wird vom gemeinnützigen Verein Cartoon organisiert, mit Unterstützung des Media-Programms der Europäischen Union. Wegen Covid gibt's Cartoon Movie dieses Jahr online. Was ist anders? Die Leiterin. Für ein digitales Ereignis muss man viel kommunizieren, in ständigem Austausch mit den Leuten sein und viel erklären. Natürlich muss man auch die Aufmerksamkeit auf die Ereignisse lenken, auf die verschiedenen Produzenten und ihre Projekte, auf die möglichen Käufer, also ja, viel mehr Kommunikation. In diesem Jahr werden 55 Projekte aus 16 europäischen Ländern vorgestellt, insgesamt 76 Programmstunden mit einem Gesamtbudget von knapp 300 Millionen Euro. Das traditionelle Gastgeberland Frankreich liegt mit 21 Projekten vorn, gefolgt von Spanien mit 9. Und wie läuft's mit den britischen Animationsfilmern? Cartoon wird vom Mediaprogramm der EU-Kommission unterstützt und Großbritannien hat sich aus diesem Programm zurückgezogen, sodass wir keine britischen Beiträge mehr haben. Aber ich hoffe, dass noch eine Vereinbarung zustande kommt zwischen Großbritannien und Europa. Die Projektpräsentationen von Cartoon Movie bleiben auch nach dem Online-Event online. Seit Gründung vor 22 Jahren wurden fast 400 Filme finanziert mit einem Gesamtbudget von 2,6 Milliarden Euro.